Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einem weiteren kleinen Guide zu Under the Waves. Wir starten heute bei unserem Lebensmodul und wollen uns, ich habe hier eine eigens gesetzte Markierung gesetzt, grob Richtung Westen begeben, denn wir suchen heute das Wrack der Hesperus, beziehungsweise wollen die Trophäe freischalten wie das Wrack der Hesperus. Da liegt eine Galeone und die wollen wir heute finden. Ich zeige euch das Ganze mal auf der Karte, damit ihr auch seht, wo wir hinwollen. Wir starten bei unserem Lebensmodul und gehen jetzt hier grob runter Richtung Südwesten und zwar an den unteren Teil der Karte. Ihr seht, bei mir ist hier ein Wrack eingezeichnet und auch einige Kisten. Eventuell ist das bei euch noch nicht der Fall, denn tatsächlich muss man erstmal in der Gegend gewesen sein. Dort ist das Teufelsloch zu finden. Ihr seht auch hier die Koordinaten und so solltet ihr das ganz gut finden können. Wir machen jetzt uns einfach auf den Weg direkt dorthin und dann zeige ich euch auch natürlich, wie ihr in die Höhle darunter reinkommt und wie ihr diese Galeon findet. Ein ziemlich cooler Spot. Wie gesagt, auch einige Kisten an der Stelle. Ich habe es erst sehr, sehr spät im Spiel gefunden, denn man kommt auch im Verlauf der Story tatsächlich nicht wirklich unbedingt in diesen sehr, sehr südwestlichen Bereich am Rand der Karte. Von daher muss man da schon speziell danach suchen. Sobald ihr in die Höhle kommt, sollte die Trophäe wie das Wrack der Hesperus auch für euch schalten und ihr könnt hier eben auch zwei Sammelobjekte finden und auch in der Umgebung tatsächlich einige Sticker mitnehmen. Also absolut lohnenswert, hier mal vorbeizuschauen. Wann ihr das genau im Spiel macht, bleibt natürlich euch überlassen, aber wer die Trophäe freischalten will, der sollte hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ganz gut zu wissen ist auch tatsächlich in dieser Ecke, um das Wrack herum, ist auch tatsächlich ein Walhai anzutreffen. Also auch auf Fotomission lohnt es sich, hier mal vorbeizuschauen, denn tatsächlich dieser Walhai ist hier im Teufelsloch anzutreffen. Ihr seht mich jetzt hier ein bisschen hochgehen. Teilweise lohnt es sich durch diese Canyons hier unten, die ihr jetzt seht, reinzukommen. Ich versuche jetzt hier einfach von oben hineinzukommen und dann seht ihr hier schon, sind wir im Teufelsloch und da liegt das Wrack direkt an dieser Stelle. Hier sind wir und sobald wir hier einmal reinkommen, seht ihr, kriegt ihr eine Info. Und da ist unglaublich. In diesem Moment solltet ihr die Trophäe auch für euch schalten und da hinten seht ihr auch schon den Walhai und ihr könnt jetzt in aller Ruhe das Wrack erkunden. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch geholfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns hier im nächsten Guide. Bis dahin und tschüss.